Hallo liebe Leute, heute mal etwas ein bisschen anderes als sonst. Ich habe ein Buch zu einem Film gelesen. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, aber ja, es ist ein Film, der vielleicht jetzt, was ihr denkt, nicht so sehr zu mir passt. Und zwar handelt es sich um das Buch zu dem Film About a Boy oder Der Tag der Toten Ente. Ja. Was ich mir natürlich auch bei Ludwig in der Buchhandlung geholt habe, in Leipzig auf dem Bahnhof, als ich mich aufwärmen wollte. Ja, das Spiel kennen wir ja schon. Das war aber ein anderer Tag. Also ich habe ja schon ein anderes Buch geholt, als ich mich aufwärmen wollte, und zwar Herz an Herz von Sophie Grau. Aber das war nicht derselbe Tag. An einem anderen Tag habe ich ebenfalls beschlossen, mich aufzuwärmen dort und habe mir dann dieses Buch gekauft. Ja, wie das eben so ist. Ich konnte einfach nicht dran vorbeilaufen, es ging einfach nicht, weil ich den Film irgendwie ziemlich mag, den Film sehr ins Herz geschlossen habe, auch wenn er jetzt, glaube ich, nicht so sehr zu mir passt. Ja, also ich gucke mir ja eher Horrorfilme an und sowas und naja, egal. Auf jeden Fall musste ich dieses Buch einfach mitnehmen, weil ich total auf sowas stehe. Und also ich persönlich fand ja immer, dass wenn man das Buch liest, bevor man den Film gesehen hat, man das Buch automatisch besser findet. Und wenn man den Film gesehen hat, dann das Buch automatisch irgendwie nicht so toll findet. Also die Reihenfolge, dachte ich immer, macht's irgendwie aus. Ja, aber ich fand dieses Buch persönlich wirklich 100-mal besser als den Film. Ja. Vor allem, weil natürlich ein bisschen näher drauf eingegangen wird. Aber abgesehen davon sind die Charaktere auch ziemlich anders. Also es ist eigentlich was komplett anderes als der Film. So, eigentlich komplett anders, ja. ja, es geht ja um eigentlich zwei verschiedene Leben, die aufeinandertreffen. Einmal das Leben von Will und das Leben von Marcus. Und ja, Will ist ja so ein Versager-Typ, der eigentlich nie gearbeitet hat in seinem Leben, weil sein Vater einen sehr bekannten Weihnachtssong rausgebracht hat, und er lebt immer noch von dem Geld, weil der Song natürlich jedes Jahr gespielt wird. Und Marcus hat eine sehr durchgedrehte Mutter, die auch suizidgefährdet ist und nicht ganz auf dem Damm. Und Marcus ist ein sehr zurückhaltender Junge, der in der Schule eigentlich so gemobbt wird ein bisschen. Eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich gemobbt wird und so ein Außenseiter ist. Und ja, aber so die Wandlung, die beiden nehmen, die wird im Film jetzt nicht so sehr dargestellt wie in diesem Buch. Und abgesehen davon ist das Ende komplett anders. So. Also falls ihr euch erinnert, im Film endet es ja damit, dass Will und Marcus zusammen auf der Bühne stehen, in der Aula der Schule und an diesem Wettbewerb teilnehmen. Also Will springt nur ein, weil der andere, der mitmachen wollte, sagt: Du Marcus, ich hab keine Lust mehr. Ja, deswegen geht dann Will mutig mit auf die Bühne und zieht dieses Lied mit Marcus zusammen durch. Das ist in dem Buch aber überhaupt nicht so. Also das endet komplett anders. Ich werde euch nicht sagen, wie es endet, aber es ist ein komplett anderes Ende. Also es hat nichts damit zu tun, wie der Film endet. Ich weiß nicht, welches Ende mir besser gefällt, um ehrlich zu sein. Also da habe ich mich noch nicht festgelegt. Ja, das werde ich in einer ruhigen Minute vielleicht mal machen. Mal gucken. Ja, Will und Marcus, wie die beiden aufeinandertreffen. Okay, ihr habt vielleicht den Film noch nicht gesehen, also erzähle ich es am besten mal. Will kommt auf die absurde Idee, sich bei einer Gruppe anzumelden für alleinerziehende Eltern. Also er ist dort der einzige Mann inmitten von unzähligen alleinerziehenden Müttern und hat es als gute Chance gesehen, um eine Frau kennenzulernen. Also er hat gemerkt, dass eine verheiratete, dass eine alleinerziehende Mutter, wenn man die als Freundin nimmt, es viele, viele Vorteile gibt. Zum Beispiel, dass Will sich nicht schlecht fühlen braucht, wenn die Beziehung zerbricht, weil dann, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie das war. Also er hatte da seine eigene Meinung, wie was daran jetzt positiv sein soll. Und deswegen hat er sich dort eintragen lassen. Und er lernt dort Susie kennen. Und Susie ist alleinerziehende Mutter, sie hat eine Tochter. Und Susie ist befreundet mit Fiona. Und Fiona ist die Mutter von Marcus. So. Und an einem Nachmittag unternehmen Susie, ihre Tochter Will und Marcus zusammen etwas. Also Susie soll ein bisschen auf Marcus aufpassen, weil
seine Mutter sich entspannen möchte, gewissermaßen, ja. Und deswegen treffen die beiden überhaupt aufeinander. Ja, also Will und Marcus haben von Anfang an überhaupt nichts gemeinsam. Sie wissen nicht, über was sie sich unterhalten sollen und sie sind komplett verschiedene Charaktere. Man merkt sofort, dass die beiden sogar ziemlich genervt sind voneinander. Und dieser Nachmittag ändert dann aber alles im Leben von Marcus, weil als sie nach Hause kommen, dann finden sie seine Mutter, die sich versucht hat umzubringen. Und das verändert natürlich Marcus' Leben ziemlich, ja, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und langsam aber sicher kommen die beiden sich dann näher und merken, dass sie Gemeinsamkeiten haben, von denen sie vorher gar nichts wussten. Dass sie sich eigentlich sogar ziemlich gut anfreunden und dass sie dann eigentlich sogar aufeinander angewiesen sind. Also am Anfang ist es eigentlich Marcus' Idee, Will mit seiner Mutter zu verkuppeln, weil er der Meinung ist, wenn es mehrere Leute in einem Leben gibt und einer davon fällt weg, dann hat man ja noch den anderen, auf den man sich stützen kann. Also er möchte eigentlich Will und seine Mutter so verkuppeln. Deswegen kommt er dann Will besuchen und ja, das war so sein Plan. Aber es scheint nicht zu funktionieren, weil Marcus' Mutter überhaupt nicht Wills Typ ist und die können sich gegenseitig eigentlich überhaupt nicht leiden. Also ist das von Anfang an zum Scheitern verurteilt, ja. Genau, aber es passieren natürlich so einige Sachen, die die beiden dann tatsächlich zusammenschweißen lässt, die eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden herbeiführen und ja, am Ende ist man sich gar nicht mehr sicher, wer wen eigentlich mehr braucht. Und ja, es ist ein wunderschönes Buch, muss man so sagen. Also ich persönlich fand es wirklich sehr viel schöner als den Film. Ja, das kann man eigentlich nur so sagen, weil die Dialoge kennt man teilweise zwar aus dem Film, aber die sind anders aufgebaut, die sind ganz anders strukturiert und viel länger natürlich. Und ja, man kriegt viel mehr Einblick in beide Leben. Und es läuft eigentlich, viele Sachen wurden verändert für den Film und allein deswegen ist das Buch schon einen Blick wert. Abgesehen davon freut man sich auch, wenn man Sachen wiedererkennt. Ja, und es ist ein sehr schönes Buch, es ist wirklich schön geschrieben. Ja, von Nick Hornby oder Hornby, ich weiß nicht genau, ob mit I oder wie es ausgesprochen wird, aber okay, das habe ich noch gar nicht gesagt gehabt. Das Buch ist im Kiwi Verlag rausgekommen. Kiwi. Kiepenheuer und Witsch Verlag. Ja, was auch immer. Es kostet 7,95 €, also auch nicht mehr so viel. Ja. Und es kam viel später raus als der Film. Also diese Ausgabe hier kam viel später raus. Und zwar, 2011, genau, es kam letztes Jahr erst raus. Es kam aber 1998 schon mal raus, das ist jetzt also die neuere Ausgabe. Es wurden jetzt die Bücher neu aufgelegt von Nick Hornby und deswegen, es ist wahrscheinlich jetzt ein anderes Cover als in der alten Ausgabe. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ich kenne das alte Cover nicht, aber ich gehe davon aus. Ja, und es hat 346 Seiten und zwei Zeilen, ja. Genau. Man kommt sehr, sehr schnell durch. Also es ist mit sehr viel Liebe und Humor geschrieben und sehr lebendig. Es wird nie langweilig. In dem ganzen Buch wird es nie langweilig. Das erlebt man auch eigentlich so ziemlich selten, dass ein Buch wirklich an keiner Stelle irgendwo schlecht ist. es ist nicht in der persönlichen Ich-Form geschrieben, sondern in der mit einem allwissenden Erzähler. Ja, aber trotzdem baut man irgendwie totale Beziehungen zu den Charakteren auf und ja. Aber es ist nicht so, dass man am Ende von dem Buch dann denkt, doch schade, dass es nicht weitergeht, sondern man denkt sich, es ist genau der perfekte Moment, um mit dem Buch aufzuhören. Ja. Das habe ich auch nicht so oft erlebt. Also, es ist ein sehr schönes Buch. Ich bin froh, dass ich es mitgenommen habe damals, dass ich mich wirklich aufgewärmt habe und dann dieses Buch gefunden habe, weil es wirklich sehr schön ist. Ich kann euch das nur ans Herz legen, wenn ihr den Film mochtet oder wenn ihr den überhaupt noch nicht kennt, ja, dann guckt euch mal das Buch an. Vielleicht interessiert euch dann, dass ihr dann entweder das Buch lest oder den Film, je nachdem, was ihr noch nicht kennt, ja. Sehr schönes Buch. Wahnsinnig toll.
Das einzige Negative ist natürlich, dass ich den Film vorher gesehen habe und dadurch die Charaktere von den Schauspielern, also die Gesichter von den Schauspielern dabei im Kopf hatte. Aber ansonsten sehr schön, ja. Ich finde, Nick Hornby hat das gut gemacht. Und ich denke, ihr werdet es auch genauso sehen, wenn ihr das lesen solltet. Genau. So, das war's wieder von mir. Und ja, ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann.